Comichelden und Zeichner zum Anfassen. In Erlangen dreht sich 4 Tage lang alles um die Welt der Comics. Also man muss eigentlich sagen, es gibt Jahre, da gibt es stärkere Einzelschwerpunkte als in dem Jahr. Im Moment ist die Comic-Szene sehr, sehr vielfältig in Deutschland. Wir versuchen das wirklich wieder zu spiegeln. In der Heinrich-Lades-Halle und an 11 weiteren Orten geben Ausstellungen Einblick in die Vielfalt der Comicproduktion. Das sind dann hier die Originale zu eben zu einem gerade entstehenden Comicroman. Und für mich immer ganz toll, solche Originale dann auch mal richtig sehen zu können. In den Leseecken und an den Verkaufsständen eine Vielfalt zum Schmökern, Kennenlernen und Kaufen. Vielfalt der Künstler. Stars der Szene zeichnen und signieren live. Beispielsweise Jens Harder, der betont, was der Salon für ihn als Künstler bedeutet. Für mich das große Podium, um an das Publikum ranzutreten, also um Feedback zu bekommen für meine Arbeit, an der ich jahrelang im stillen Kämmerlein sitze. Alle Ausstellungen, alle Veranstaltungen, bis hin zu den Partys, abends, alles dreht sich um Comic und um die Leute, die dahinter stehen. Die Zeichner, die Autoren, die Verleger, die Übersetzer, die Händler, alle sind zusammen und das ist toll. Für sein Buch Alpha hat Harder gerade erst den Max-und-Moritz-Preis gewonnen. Im jungen Forum zeigt sich eine Vielfalt neuer Talente. Wir sind Studenten der HWK Braunschweig. Wir sind gekommen mit der Idee, dass Illustration ein weites Feld ist und es vielfältige Möglichkeiten gibt. Und um das aufzuzeigen, wollen wir nicht nur ausstellen, sondern auch vor Ort zeichnen, damit die Besucher direkt zusehen können, wie etwas entsteht. Und schließlich eine Vielfalt alter Bekannter, von denen einige sogar Geburtstag feiern. Die Peanuts werden dieses Jahr 60 Jahre alt. Das ist ein hohes Alter bei so viel Comic-Vielfalt. Was übrigens wirklich traurig wäre, wäre, wenn es keine Comics gäbe. Meine Jugend ist geprägt von den Fantastischen Vier, zum Beispiel von Asterix und Obelix oder Tim und Struppi. Und wir feiern das Comic-Heft. Das wurde nämlich vor 120 Jahren in Großbritannien erfunden, im London der 1890er Jahre. Der Comic, eine Erfolgsgeschichte mit vielen Gesichtern. Niedlich, witzig, grausig oder frech, gewalttätig, sexy. Weltweit gemeinsam ist ihnen das handfeste Klischee. Und das ist zuverlässig. Einfache Abenteuergeschichten, Superheldengeschichten, wo das Gute gewinnt, das Böse verliert. Ja. Ne? Die auch immer wieder derselbe Gegner oder neue Gegner, wie auch immer, auftauchen und es einfach immer weitergeht. Ja. Mhm. Das ist natürlich dann schon so ein bisschen Junkfood, sag ich mal. Seine Kunden sind so unterschiedlich wie die Helden im Angebot. Klassiker wie Batman und Superman rücken seit zig Jahrzehnten die Welt zurecht. Dafür werden sie geliebt. Es gibt auch viele Parallelen zu dem eigenen Leben, irgendwie sowas. Nachwuchspflege ist gut fürs Geschäft, weiß der Fachmann. Das Genre hat Stoff für jedes Alter und jeden Anspruch. In den alten Comics finde ich die ziemlich gut wegen dem Zeichenstil. Mhm. Dass eben halt die Farben sind nicht so neu wie hier jetzt, finde ich eben halt ganz gut. Aber zwischen den Comics gibt es nicht viel Unterschied. Sicher? Mittlerweile rechnet eine starke deutsche Szene mit der Spießergesellschaft ab, wie Weiland Wilhelm Busch. Die belgisch-französischen Comics pflegen den geistvollen Witz mit philosophischem Charme, mit dem sprichwörtlichen Esprit eben. Die Hefte sehen nicht mehr aus wie kleine, dünne Flatterheftchen unbedingt, sondern da gibt es halt richtig dicke Bücher, auch als Hardcover, also fest eingebunden. Und dementsprechend haben sich natürlich mit dem Publikum auch die Geschichten entwickelt. Oder umgekehrt, das Publikum hat sich mit den Geschichten entwickelt. Heute im Trend Mangas. Rückwärts zu lesen wie die Originale aus Japan. Sie erzählen abgeschlossene Geschichten. Herz, Schmerz, Blut und Tränen sind sichtbar gemacht. Die so gezeichneten werden von allen Generationen geliebt, gelesen und verstanden.